La 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 la. Eins von deinen Kindern hat eine tiefe Stimme und das andere eine höhere. Es
die Hengste und sind zusammengewachsen. Und jetzt, was soll ich da machen? Alle Leute lachen mich und meine Kinder aus. Wissen Sie mir einen Rat? Nein? Auch nicht? So. Ich muss mal schauen, ob ich jemanden finde, wo ihnen die Dummheiten austreiben könnte. Da sind wir alles wiederholend, jeder sagt das Gleiche. Ich gehe noch mal zurück in mein Häuschen und gehe mich verstecken und ein bisschen schämen. Wer kommt denn da? Oh, heute zusammen. Jetzt habe ich gerade im Dorf gehört, dass da die Frau Huber ein Gejammer ablässt wegen ihren zwei Kindern. Sie denken alles immer doppelt sagen und sind grässlich. Da muss man ja schon mal etwas machen. Aber ich weiss natürlich auch nicht was. Ich lasse mal jemanden kommen, der dann schlau ist. Ein Schlaumeier. Wo kommt der recht öppe? Was macht ihr jetzt so lang? Wenn er doch telefoniert hat, er soll vorbeikommen. Und er kommt und kommt und kommt nicht. Ist das ein dummer Sack? Oh, so etwas sagt man nicht, dummer Sack. Wer hat mir gerufen? Wo ist da der Landjäger? Landjäger, du hast mich doch bestellt. Warum kommst du nicht? Da bin ich. Ich habe lange auf dich gewartet, du Langweiler. Ich habe schon eine halbe Stunde auf dich gewartet. Das kann nicht sein. Noch lügen! Ich wollte dich etwas fragen. Weißt du, Frau Huber hat doch so Töchter, die zusammengewachsen sind. Ja, ja, das weiss ich. Es sind zwei schöne Mädchen. Aber sie sind so dumm. Ja, eben, Frau Huber meint, sie dürfen immer alles zweimal sagen. Mhm. Ja, sie haben ja zwei Köpfe und jeder Kopf will dann etwas sagen. Aha, aha, aha. Dann was müsste die Frau Huber machen, dass sie nicht immer alles doppelt muss hören, wenn sie etwas sagt und fragt. Ja, dann muss sie sie mit dem Namen anreden und dann sagen, du bist ja oder du bist ja. So wie in der Schule. Da können auch nicht alle reden miteinander. Da sagt das Fräulein, die Lehrerin, du bist dran. Und du bist dran. Und du bist jetzt ruhig. Und du hast etwas zu sagen. Und so geht es in der Schule. Und Frau Huber muss halt das lernen. Ich danke dir für deinen gescheiten, weisen Rat. Kannst du das nicht gerade selber beibringen? Wohl, schick mir sie vorbei, ich sage ihr es dann. Ciao, danke vielmals. Ja, ich gern geschickt. Frau Huber! Frau Huber! Kommen Sie mal! Das ist ein Schlaumeier, der alles weiss, wo wichtig wäre. Ich komme gerade. Er soll einen Moment warten. Ich gehe mal schnell schauen, ob sie bald parat ist. So, Frau Huber, jetzt, was haben Sie wollen? Also, was haben Sie für Sorgen? Meine zwei Mädchen sagen immer alles doppelt. Aha. Ja, das ist wie in der Schule. Sie müssen halt das eine anreden und dem anderen schweigen. Es gerade sagen, sie gibt es nicht dran. Aha. Ja, das ist ja ganz einfach. Die Kinder haben zwei Namen und sie nennen es beim Namen. Oh, das ist eine gute Idee.
Ich probiere es gerade mal aus. Sibylle! Sibylle! Jetzt kommt keins. Weil das eine hat es zurück und das andere will. Gottfriedli Stützli Stutz. Was mache ich nur mit denen? Ist das mühsam? Ja, jetzt haben wir noch Kohle geklappt oben. Kommen noch schlechte Frisur rüber. Herr Spitzwegerich, kommen Sie noch mal. Ja, was ist? Hören Sie, das funktioniert nicht. Wenn ich nur einen rufe, dann kommt keins. So. Ja. Da haben wir Pech gehabt. Wissen Sie was? Jetzt tun Sie einfach zuhören. Jetzt sage ich es zweimal. Und wenn Sie mal im Alter schwerhörig sind, verstehen Sie es dann ganz besonders gut, weil es wiederholt wird. Aha. Das ist nicht eine schlechte Idee. Dann warte ich mal, bis ich 80 bin. Und vielleicht höre ich dann nicht mehr so gut. Und dann bin ich froh, wenn es jemand repetiert. Genau so ist richtig. Sie müssen ein bisschen Geduld haben mit diesen zwei Töchtern. Sie sind ein weiser Mann. Ich danke Ihnen vielmals. Ist gern geschehen. Dann gehen wir jetzt wieder. Jetzt gehe ich noch ein bisschen Blumen drücken da hinten. Ich komme mit. Take a sad song.